Es ist wieder soweit, Freunde. Einstieg in Fitness-Lifestyle, du hast alles falsch gemacht. Du hast alles komplett falsch gemacht. Alles. Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Riembacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Was hat er schon wieder auf dem Herzen? Der Mr. T. Tja, folgendes. Ihr wisst selber, im Moment ist natürlich wieder die Jahreszeit, wo alles ins Fitnessstudio rennt. Fitnessstudio ist rammelvoll. Die Leute feuern ab und gehen in der Woche 5-6 Mal ins Fitnessstudio, am besten 2 Stunden. Warum? Weil wir natürlich innerhalb von ganz kurzer Zeit, ohne großen Zeitaufwand, viel erreichen wollen. Erster Fehler. Innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viel erreichen, macht man nirgends. Passiert bei dem Sport nicht, wie bei allen anderen Sportarten auch nicht, außer wir sind das genetische Wunderkind, das gibt es auch mal, aber der prozentuale Anteil auf alle Fitnesstrainierenden ist der so minimal, dass man es gar nicht sieht. So, was passiert? Von jetzt bis zum Fasching meistens, bam, 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 trainieren und da wird gepumpt und trainiert und nochmal trainiert und gepumpt und alles, was es gibt, gemacht. Da werden Nahrungsergänzungen eingepfiffen, da werden die tollsten Sachen gemacht. Freunde, was tut ihr hier eigentlich? Oder was tun die meisten hier? Die meisten gehen her und überlasten sich komplett. Das heißt, sie wollen einfach innerhalb von relativ kurzer Zeit ganz viel erreichen. Das geht nicht. Sondern, wichtig, wenn wir anfangen, uns mit dem Fitness-Lifestyle zu beschäftigen, muss uns klar sein, dass wir in eine neue Verhaltensschiene rein müssen. Und da macht man sich erstmal Gedanken, wie viel Zeit kann ich auf Dauer, nicht die nächsten 8 Wochen bis Fasching, die nächsten 6 Wochen bis Fasching, sondern wie viel Zeit kann ich auf Dauer in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, stopp, warum? Weil Fitness-Lifestyle ist kein Vorhaben von 8 Wochen oder 10 Wochen, sondern entweder ich entscheide mich dafür und bleibe dabei oder ich lasse es sein. So, also wie viel Zeit kann ich realistisch in den nächsten 1, 2 Jahren einplanen? So, dann denken wir mal gut darüber nach und dann stellt der gute Mann fest, der eine 50-Stunden-Woche hat, noch jeden Tag eine Stunde mit dem Auto ins Geschäft fahren muss, wieder zurückfahren muss, also 10, 11 Stunden jeden Tag unterwegs ist. Moment! Also dreimal, maximal viermal ist ein Maximum, was ich aufbringen kann, 3 bis 4 Mal eine Stunde bis eine Stunde in 15 Minuten. Was ich investieren kann, warum? Weil ich erstens mal viel Arbeitszeit habe, langen Arbeitsweg und jetzt kommt, ich habe sogar noch eine Familie. Also muss ich realistisch darüber nachdenken, welche Zeit habe ich. Okay. Erste Struktur aufgebaut, ich weiß, ich bin safe mit 3 Trainingseinheiten pro Woche. Also plane ich mir auch 3 Trainingseinheiten pro Woche und keine 5. Warum? Weil ich es auf Dauer nicht durchhalten kann. Nächstes, jetzt überlege ich mir, was möchte ich erreichen? Okay, ich möchte 15, 20 Kilo Gewicht reduzieren, was ich in den letzten 20 Jahren angesammelt habe. Okay, nächste realistischer Strukturaufbau. Okay, alles klar, ich muss in die Küche. Warum? Weil mit 3 Mal Training in der Woche, wenn alles gut läuft, schaffe ich pro Trainingseinheit vielleicht am Anfang 400, vielleicht 500 Kalorien als Mann, maximal, vielleicht, ja, wenn ich extrem groß und schwer bin, vielleicht auch ein bisschen mehr, als Frau etwas weniger. So, dann weiß ich, okay, 3 Mal die Woche, 500 Kalorien sind 1500 Kalorien. Okay, ich muss in die Küche. Warum? Wenn ich weiterhin so esse wie davor, wo ich ja die 20 Kilo aufgebaut habe, werde ich mein Ziel der 20 Kilo Gewichtsreduktion sicherlich nicht erreichen. Warum? Weil mit 1500 Kalorien in der Woche als Defizit, komme ich nicht weit. Okay, alles klar. Jetzt ist mir bewusst, ich muss was mit Küche tun. Somit weiß ich, es macht Sinn, gewisse Dinge zu ändern. Warum habe ich passives Körpergewicht zugelegt? Ah, weil ich ab und zu mal Wein trinke oder Bier trinke. Oh, ich esse ab und zu mal eine Pizza. Oh, da kommt mal ab und zu ein süßes Stückchen dazwischen. Ups, da kommt mal ein Riegel dazwischen süßer. Oh, da wird man Essen einen Tag lang vergessen, abends viel gegessen. Ups, da wird man in der Woche ganz wenig gegessen, am Wochenende ganz viel gegessen. Ups, jetzt habe ich ganz viele Punkte gefunden, wo ich mich verbessern kann. So, nächster Strukturaufbau. Okay. Ich kenne meine Baustelle, ich weiß, dass ich mein Ernährungsverhalten neu strukturieren muss. Jetzt überlege ich mir, was kann ich dafür tun? Oh, ich sollte 3 Mal am Tag essen. Wenn es irgendwie möglich ist, 3 Mal am Tag ist noch ein ganz guter Mittelwert. Wie schaffe ich das? Wenn ich morgens aus dem Haus gehe und noch nichts gefrühstückt habe, ja, wo hole ich mir dann mal mein Frühstück? Wie immer beim Bäcker und hole mir eine Butterbrezel oder hole mir ein Hörnchen oder hole mir ein Croissant. Oh, stopp, nee, funktioniert. Was könnte ich tun? Oh, ich könnte morgens etwas früher aufstehen,
um mein Frühstück zu richten. Oder ich richte abends schon ein bisschen was für den nächsten Tag. Wieder eine Idee. Könnte ich dran arbeiten? Könnte ich dran arbeiten? Solltest du auch tun. Warum? Weil du Erfolg haben möchtest. Und Erfolg gibt es nicht geschenkt. Da musst du was tun. Jetzt nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr ein schwieriges berufliches Projekt vor euch habt, was ist das Wichtigste, was ihr machen müsst? Zeitmanagement und Strukturaufbau. Yes! Und schon ist das Ganze mit Sicherheit 90% höher mit Erfolg geprägt, als wenn ihr keinen Zeitplan habt, keinen Strukturaufbau, kein Zeitmanagement habt. So, war eigentlich ganz einfach, Freunde. War eigentlich ganz einfach und ist auch ganz einfach. Wenn ihr einsteigt, klare Umstrukturierung, was ihr erreichen wollt und entsprechend eure Ziele formulieren, entsprechend euer Zeitmanagement betreiben und somit habt ihr den ersten Fuß in der Tür. Wenn ihr nur ins Fitnessstudio geht, um Zeit totzuschlagen, um keine Ahnung, dass ihr eure Frau zu Hause nicht seht, dass ihr keine Ahnung rauskommt, andere Mädels seht, müsst ihr das nicht berücksichtigen. Wenn ihr aber in eurem Kopf ein Bläschen habt und da ist ein Bild drin, wie ihr mal aussehen wollt, dann müsst ihr dafür ein bisschen mehr Engagement zeigen. Und zwar genau das, was ich euch gesagt habe. Freunde des Fitnesssports und der Männergymnastik, ich wünsche euch viel Spaß bei der Umstrukturierung, viel Spaß bei eurem Fitness-Lifestyle und zwar bei eurem geplanten Fitness-Lifestyle. Andreas Limbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T.